Coatus hat das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Herren und Damen, wer nicht ausbildet, soll zahlen. Denn Fachkräftemangel und Ausbildungsplatznot liegen vornehmlich daran, dass es zu wenig Ausbildungsplätze gibt und vor allem zu wenig gut bezahlte und attraktive. Diese alte Forderung der Gewerkschaftsjugend ist daher immer noch aktuell. Wie schön, dass Sie so berechnend sind. Die Pflege ist grundsätzlich ein attraktiver Arbeitsbereich, den viele Schulabgängerinnen gern wählen würden. Der Mensch steht in der Pflege vom Grundsatz her im Mittelpunkt und man kann etwas an die Generation zurückgeben, die uns aufgezogen hat. Dass wir in Hamburg einen Pflegenotstand haben, hat konkrete Ursachen. Und eine davon ist, neben der schlechten Bezahlung und den unzureichenden Gesundheitsschutzmaßnahmen, die zu geringe Anzahl an Ausbildungsplätzen. Es liegt aber auch daran, dass der Pflegenotstand in Hamburg stets geleugnet und fast ausschließlich von der Linken und Verdi thematisiert wurde. Der Antrag der SPD weist nun endlich eindeutig darauf hin, dass alle Bündnisse und Pakte zur Ausbildung in der Altenpflege, hier unterscheiden wir uns etwas in der Einschätzung, Herr Kienscherf, auch die unter Schwarz-Grün geschlossen wurden, nicht viel mehr als Lippenbekenntnisse waren und nicht viel gebracht haben. Wie wenig wichtig die Senate seit 2001 die Ausbildung in der Pflege genommen haben, zeigt auch die Tatsache, dass für Hamburg keine vollständigen Zahlenreihen für die Schuljahre 2000 bis 2010 für die Altenpflegeausbildung vorliegen. Bayern, Berlin und andere konnten das sehr wohl. Hinweisen möchte ich auch darauf, dass Hamburg Spitzenwerte in der Privatisierung der Pflegebereiche aufweist. Kein einziges Pflegeheim ist mehr in öffentlicher Hand. Die Arbeitsbedingungen bei Pflegen und Wohnen, Herr Kienscherf wies bereits darauf hin, haben sich seit dem Laufenden verschlechtert. Nehmen Sie nur mal die irrsinnige Tarifauseinandersetzung, die wir jüngst erlebt haben. Ich möchte Ihnen gern darlegen, wie das System der Pflegeausbildung aussieht. Ich mache es auch so einfach wie möglich. Versprochen, es wird auch ganz informativ für Sie. Die Finanzierung der Krankenpflege und die der Altenpflegeausbildung wird nämlich aus unterschiedlichen Töpfen gespeist. Die Kosten für Krankenpflegeschulen und die Ausbildungsvergütung der Schülerinnen werden vor allem über die Krankenhäuser bzw. die Krankenkassen finanziert. Für jeden und jede Patientin erhalten die Krankenhäuser einen Zuschlag, den sie in einen Fonds einzahlen, der von den Landeskrankenhausgesellschaften verwaltet wird. Die Mittel erhalten die ausbildenden Krankenhäuser. Daneben verhandelt jedes Krankenhaus für seine Schule noch ein zusätzliches Ausbildungsbudget mit den Krankenkassen. In der Altenpflege hingegen müssen die Einrichtungen die Kosten für die Ausbildungsvergütung und die Praxisanleitung selbst tragen. Während sie versuchen, mit den Sozialhilfeträgern höhere Pflegesätze zu verhandeln, was zu Nachteilen führen kann, werden die Schulkosten meistens von den Ländern übernommen. Eine Ausbildungsumlage in der Altenpflege ist daher dringend nötig. Soweit gebe ich der Intention des SPD-Antrages auch recht. Am 1. März hat nun der Deutsche Pflegerat Eckpunkte zur Weiterentwicklung eines neuen Pflegeberufegesetzes vorgelegt. Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sollen zu einer Pflegeausbildung zusammengeführt werden. Spezialisierungen sollen möglich bleiben. Bis es aber verabschiedet ist, müssen sich Gesundheits- und Familienministerium noch einigen, wie dies zu finanzieren ist. Die Linke findet, dass alle Beteiligten anteilsmäßig in einen gemeinsamen Ausbildungsfonds einzahlen müssen. Länder, Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser. Damit gäbe es erstmals eine bundeseinheitliche, verpflichtende Umlagefinanzierung. Das wäre ein wirklicher Fortschritt, sehr geehrte Herren und Damen. Eine Mehrheit der Akteurinnen und Akteure im Pflegebereich favorisiert im Übrigen auch diese Finanzierungsvariante. Und da das Jahr 2011, das Jahr der Pflege, ohne sichtbare Ergebnisse verstrichen ist, möchten wir über die Bürgerschaft die Bundesregierung auffordern, dass aus den Eckpunkten für ein Berufspflegegesetz noch in diesem Jahr ein richtiges gesetzt wird. Deswegen
Deswegen bin ich äußerst skeptisch, die Ausbildungsumlage auf Länderebene einzuführen, auch wenn andere Bundesländer dies bereits gemacht haben. Es würde letztendlich eine überflüssige Struktur aufgebaut. Ich finde auch, dass gerade in dieser Frage länderübergreifend gedacht und gehandelt werden muss. Ein Hamburger Weg forciert letztendlich nur den standortorientierten Wettbewerb der Pflege und hat damit neoliberalen Charakter. Er würde zudem den drei grundsätzlichen Problemen, der Prestigemangel in der Altenpflege, die insgesamte Ausbildungsmisere und die Privatisierung nicht abhelfen. Wir werden uns deswegen bei dem SPD-Antrag enthalten und bitten um Zustimmung für unseren Zusatzantrag. Mit Überweisung wären wir dringend einverstanden und wir finden es ein bisschen tragisch, dass wir nun in dem Ausschuss, Sie haben das ja angekündigt, dass Sie die Anträge nicht überweisen wollen, eine wichtige pflegepolitische Debatte nicht werden führen können. Thank you.